Wir grüßen euch wieder mal an dieser Stelle zu einer weiteren Runde Patrizia 4. Wir sind momentan ziemlich gut dabei, sind jetzt schon im dritten Rang mittlerweile der Großhändler. Die ersten Betriebe sind im Aufbau und unser Imperium wächst so langsam. Ich sehe hier als ersten Punkt vielleicht eine Sache. Wir haben einen Aushang, ein Darlehensangebot. Bietet da euch daher ein Darlehen, um eure Geschäfte zu fördern, aber das ist doch völlig verrückt. Nein. Nein, das müssen wir gleich wieder verwerfen. Was? Nein, wir wollen doch kein Geld. Und das Fürstentum Mecklenburg benötigt natürlich Wein. Das geben wir natürlich nicht ab. Aber ich könnte mal wieder ein bisschen Wein hier aus dem Konto abstoßen. Das kriegen wir gerade für einen guten Preis los. Zack. Und das Ansehen steigt wieder etwas. Und Tuch haben wir jetzt auch. Also falls du jetzt Tuch brauchst, ich lege auch gleich mal, weil es gerade viel Salz gibt, ich lege ein bisschen Salz zurück. Das Salz nehme ich mal direkt mit, weil das letzte Mal da war, gab es leider keins mehr. Und ich lege noch ein paar Werkzeuge für dich zurück. Weil die gerade für einen guten Preis, weil das gerade hier alles für einen ganz guten Preis zu haben ist. So, die Frage ist jetzt natürlich, bevor wir jetzt einfach blindlings wieder an den See stechen, wohin geht denn unsere wilde Fahrt? Was wäre denn unser nächster Punkt, wo wir uns häuslich einrichten? Ich hätte da ja einen Vorschlag. Darf ich vorschlagen? Freilich. Genau, Malmö. Malmö liefert uns nämlich Käse. Wir könnten dort irgendwann mal aus, irgendwie Wolle können wir dort irgendwie mal produzieren irgendwann. Und wir könnten an Ziegel und Holz rankommen. Ja, eine gute Idee. Danach würde ich auch vorschlagen, dass wir uns wirklich mal in den Nordseeraum orientieren. Da wir halt hier Honig, Gewürze und auch Wein zu relativ günstigen Preisen bekommen. Ja, wir müssen ja locker in der Lage sein, dort auf alle Fälle noch was zu aufzustellen. Ich denke auch. Ich habe vor allen Dingen vielleicht sogar in... Nee, das reicht gerade nicht. Wobei, da wäre Göteborg sogar noch besser, weil da könnte man auch eine Mine basteln, um an Eisen zu gelangen. Denn sie nannten es eine Mine. Genau. Ja, wir können mal schauen. Also vielleicht Brügge. Ja, ich vielleicht Brügge. Also so die Ecke Brügge, Harlem, Köln da. Also eine von den drei Städten würde ich dann bevorzugen. Gut, also ich würde jetzt Göteborg anpeilen und werde als erstes mal in den fernen Osten schippern, um zu sehen, ob ich da, ja, Fälle. Ob ich an Fälle komme, genau. No, mach das. So, hier wird ein Auftrag angeboten, 30 Fälle. Ha! Wer hätte das gedacht? Oh, hier wären mal ein paar Baustoffe los, das ist gut, das gibt Ansehen. Und hier können wir Wolle einladen. Wolle kaufen. Und wir können wieder ein bisschen mit Fleisch handeln, das ist auch gut, das bringt auch viel Geld. Sehr schön, gefällt mir. Mensch, überall brauchen die jetzt Felle, ey, ist Wahnsinn, dabei ist doch Juni. Ja, Bettvorleger und sowas. Ich glaube auch. Ansehen in Göteborg gestiegen, das ist gut, immer weitermachen. Sehr schön. Naja, ich arbeite hier so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen, um dann dort einen neuen Konto zu eröffnen, aber das werden wir uns dann gleich mal angucken. So, ein bisschen Fleisch noch. Na, das wird sehr schnell. Das wird sehr schnell gar nicht mehr lukrativ. Da können wir nicht so viel verkaufen. Du hast nun zum ersten Mal einen Betrieb errichtet, der Rohstoffe für die Produktion von Waren benötigt. Schön. Bitte denke daran, dass diese Rohstoffe täglich in deinem Kontor verfügbar sein müssen. Denn hast du gehört? Betrieb nimmt sich Rohstoffe immer aus dem Kontor. Die Waren, die dein neuer Betrieb produziert, werden täglich an dein Kontor geliefert. Von dort kannst du frei über sie verfügen. Das ist schön, dass das mir jetzt so erzählt wurde. Da freue ich mich wirklich ganz doll. Wir haben in Lübeck, was haben wir denn da errichtet? Hier Salzsiedereien und so weiter. Oh, was brauchen die Salzsiederei? Das Fürstentum Mecklenburg benötigt nämlich Salz. Ich nehme alles, was ich mir bis zum 5.7. beschafft und bezahle 69 pro Fass. Ist ein gutes Angebot. 69 pro Fass? No? Das ist der Einkaufspreis. Ist der Einkaufspreis? Mhm. Na, aktuell ist der bei... Ja, stimmt. Na ja, gut, aber wollen wir das machen? Der ändert sich dann zumindest nie, wenn du das verkaufst, je mehr du verkaufst. Wenn wir jetzt 100 verkaufen, verkaufen wir 100 für einen Preis von 69. Ja,
Die kriegen wir aber woanders auch zu. Ich habe Fälle gefunden. Ja, wir müssen mal gucken, wenn wir das selber produzieren, dann... Na, soll ich das annehmen oder nie? Ja, nimm es mal an. Das hilft uns immer. Okay. Ich muss bloß mal kurz gucken. Warte mal ganz kurz. Mensch, wo warten das jetzt hier? Wir haben eine Salzsiederei gebaut. Ach, die verbraucht Holz. Seit wann denn das? Jetzt ist das Angebot irgendwie weg. Ne, hier, Fürstentum Mecklenburg benötigt Salz. So. Das ist mir ja neu, aber das macht nichts. So, jetzt fahren wir nochmal nach Reval. Mhm. Und dann können wir uns dort ein wenig, ein klein wenig, ja, wie nennt man das eigentlich? Bier? Ich hoffe mal Fälle holen. Ich hoffe mal Fälle. So, immer raus mit dem Zeug. So, natürlich mal zwischendurch immer das Beten nicht vergessen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner dafür. Ja, man sieht es hier, also Fälle sind tatsächlich einfach ein Problem. Man kriegt man tatsächlich nur sehr, sehr schwierig. Na gut, ich komme mal rein. Wir kriegen mal relativ Holz. In Hamburg kriegen wir relativ günstig Eisenwerkzeuge, das ist gut. Ja gut, das kriegt man in Lübeck auch, aber du kannst das natürlich für deinen Nordseehandel gebrauchen. Ja. So, was können wir... Ach ja, das würde ich ganz gerne ein bisschen noch was abstoßen. Ist ja abstoßend! So, zack. Historisches Ereignis. Die gewaltige und wohl bisher schwerste Sturmflut an der Nordsee übertrifft an den Deichkronen Nordfrieslands um 3 Köpfe die Mannesgröße. Wir sind Kaufmann! Und wir haben einen neuen Piraten. Piraten lauern vor Scarborough. 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 So, dann hauen wir in den Konto mal das Gelumbe rein hier. Das Gelumbe, du mit deinem Gelumbe. Gerassel. Weil dann können wir nämlich jetzt in die Salzproduktion einsteigen. Na wunderbar, wie das klappt ja hier einwandfrei. Jetzt sind wir schon Kaufmann, wunderbar. Geht vorwärts auf alle Fälle. Jetzt arbeiten wir mal zielgerichtet darauf hin, dass wir in anderen Städten einen Fuß auf den Boden bekommen. Mhm. So, ich werde mal ein bisschen Tuch verkaufen in Lübeck. Wie gut, dass wir das gebunkert haben. Und das kriegen wir hier jetzt gerade zu sehr ansehnlichen Preisen raus. Und den Wein ebenfalls. Oh, herrlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Jetzt sind wir schon bei 50 Ansehen. Sehr gut. Sehr schön. Was kriegen wir hier los? Das kriegen wir hier los. Und das nehmen wir hier mit. Und das nehmen wir hier mit. Meine Freunde, ich habe euch Getreide gebracht und ich habe euch Honig gebracht, den ihr noch so sehr verlangt habt. Und seht, Wein, ich bringe euch Salz und Werkzeug. Denn ihr seid meine persönlichen Superhomies. Kaum Wein, oh je. Was denn los? Sind etwa die rheinland-pfälzischen Reben aus nicht gut gewachsen? Was ist denn los? So, jetzt gucken wir uns mal an, in Göteborg gibt es einen Auftrag in der Taverne, 5500 verleihen, wollen wir es machen? Ja. Gut. Sowas gibt es hier ebenfalls in Brügge 6500 verleihen. Ich würde sagen, ja, wir tun's. Momentan können wir es uns leisten. Was bildet Brautwerbung? Aha. Der Auftrag des Herrn Andersen wird für Katharina ein gütiger und ehrenhafter Ehemann gesucht. Da ist die Börse an genau der richtigen Adresse. Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr also jemanden kennt.
Da ist die Pause aber genau. Ja, und der soll 5 Getreide, 5 Honig, 5 Mehl, 5 Bier, 5 Stockfisch, 5 Käse, 5 Fleisch, 5 Wein und 28 Kleidung bekommen wir dafür. Das ist nicht schlecht, aber ich denke, wir überlegen uns das noch gut mit der Frau. Genau, denn eine Frau kann eine teure Angelegenheit werden. Na, jetzt bist du aber. Wir benötigen 5.800 und 25% Ansehen in Götaland, um der Gilde beizutreten, damit wir dann hier entsprechend tätig werden können in der Stadt. In Göteborg, ja? In Göteborg, genau. Wo sehen wir das nochmal gleich? Muss ich bloß nochmal schnell fragen? Wenn du auf die Gilde klickerst und dann auf Mitgliedschaft oder Mitglied werden oder so ähnlich. Warte, wo ist denn hier das Gildengebäude? Ich sehe es gleich erstmal gar nicht. Wo ist denn das Gildengebäude in Göteborg? Patrizia Arbeiterhaus? Ich sehe es immer noch nie. Baumeister? Ach hier. Die Hälfte der britischen Landbevölkerung fällt der Pest zum Opfer. Um in den nächsten Wochen einen Rückgang der Produktion von Waren entgegenzuwirken, wird ein von König Edward ein Arbeitszwang verhängt. Aha. Entgegen aller Vermutungen steigert diese Bürde die Produktivität des Landes. Hier, Wirtschaftsflüchtlinge. Ich nehme Wirtschaftsflüchtlinge mit. Mach mal. Muss ich da irgendwas machen jetzt im Konto? Wir warten das gleich. Was? Wurden die im Kontor oder waren die schon auf dem Schiff direkt? Die sind, glaube ich, jetzt auf dem Schiff, wenn du dort kein Kontor hast. Schön. Vielleicht haben sie aber auch die Flüchtlinge zwischen die Mehlsäcke in Regal Nummer 12 gelagert. Genau. Klein gehackt. Und ungepökelt. So, wir brauchen mal erst dringend ein bisschen Geld. Ich würde etwas verkaufen, kann ich nämlich nicht aber... Naja. Ich will das ja dann daheim will ich es verkaufen. Jetzt. So, warte mal, jetzt habe ich ganz vergessen zu lesen, wo der Kram eigentlich hin muss. Wo müssen die denn hin, die Wirtschaftsflüchtlinge? Na, werden die Reisen an Bord gehen und in der Stadt. Die müssen nirgendwo hin, die kannst du abschmeißen, wegschmeißen, wo du willst. Ach so. Mhm. Können wir die bei uns abladen? Dann haben wir mehr Arbeit an der Stadt, oder? Wenn wir die in der Stadt brauchen, ich guck mal, hier steigt die Bettlerquote schon an, ne? Ich glaube, wir brauchen momentan keine. Okay, dann fahre ich weiter mal nach Scarborough weiter. Scarborough. Da lauert ein Pirat. Nee, warte mal, war nicht irgendwas in Scarborough? Da lauert ein Pirat. Was mache ich denn da? Ne, da bin ich ein Schisser, ich war zu Lübeck. Lalala. Da ich bin ja wieder voll... Voll bepackt mit schönen Sachen, die das Leben fröhlicher machen. Ne, den Piraten müssen wir jetzt nicht wirklich in die Arme laufen. Der nimmt uns am Ende noch das Schiff ab oder sowas. Das ist nix, worauf ich jetzt scharf bin. Zack, ich habe uns mal Geld verschafft. Sehr gut. In der Stadt gibt es ja gerade nix. Also so gar nix. So, ich kaufe mal wieder ein bisschen Salz ein. Du hast bei deiner Schnicke liegt etwas im Wasser. Was? Da liegen Waren im Wasser. Nee, ah. Dreh mal um. Immer, Mama. Warte, ich mach die Zeit wieder hoch. Da. Siehst du es? 65 Treibgut. Was war's? Wo sehe ich das? Ich glaube Hand von Getreide, eine ganze Menge Hand von Getreide. Das können wir zumindest noch in Riepen loswerden. Dann auf, frisch ans Werk. Jo. So, braucht jemand zufällig Käse? Ich habe gerade eine ganze Menge davon dabei. Käse. So, war schon mal jemand in den Bergen eigentlich? Nee. Gut. Gut. Hier, Brautwerbung. Oh, die Anna hier. Für Anna, eine Tochter aus dem guten Hause Flogaus, wird die wohl Ehemann gesucht. Er muss mindestens den Rang Kaufmann innehaben und darf sich gerne im fortgeschrittenen Alter befinden. nach Annahme der Heiratswerbung habt ihr bis zum 23.07. Zeit, um die Waren für das Hochzeitsfest zu lagern. 5 Getreide, 5 Honig, 5 Mehl, 5 Bier, 5 Stockfisch, 5 Käse, 5 Fleisch, 5 Wein. Naja, das würde theoretisch gehen. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal ein bisschen. Okay.
Emilich wurde heute feierlich ein erster öffentlicher botanischer Garten eröffnet. Wahnsinn. Was war denn gerade Kontor minus 69 Salz? Hast du das gerade eingeladen? Was? Hast du nichts eingeladen? Hä, es stand gerade da Kontor minus 69 Salz. Ich habe keine Nachricht gekriegt. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Haben wir einen automatischen Handel aktiviert, dass der das Zeug verkauft hat? Nein. Aber wir haben jede Menge Getreide. Damit können wir jetzt die Hungersnot bekämpfen. Hä, na eben, mein ganzes Salz, was ich gebunkert hatte, ist weg. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Gucken wir mal in die Chronik. Nö, steht nichts da. Gucken wir mal im Kontor. War das nicht irgendwo? Ne, es ist, wir haben gar keinen Verwalter. Ohne Verwalter können wir auch keinen automatischen Handel haben. Hä, was keine war denn das aber dann? Da stand gerade, bei mir stand gerade die Nachricht, Kontor minus 69 Salz. Na, ich hab's jedenfalls nicht. Ach so, Mecklenburg hat's gekauft. Ach, na klar. Wir hatten doch gesagt, wir bunkern. Jetzt verstehe ich. Ja gut, klar. Mecklenburg hat's gekauft. Da sind die Aufgabe ganz vergessen. Ja, stimmt. Alles klar. Hey, Flensburg hat gerade Nahrung aufgekauft, aber frag nicht nach Sonnenschein. Also guck mal, die Schatzkarte, wo könnten das sein? Warte mal, ich guck gleich. Das sieht ja jetzt eigentlich schon mal gar nicht so unlösbar aus. Ich sammle bloß erstmal schnell noch ein bisschen Fleisch ein. Hey. Ein bisschen Wolle. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Wo sozusagen der rechte Kartenausschnitt ist, der ist, das ist diese kleine Insel rechts von Malmö. Wo war denn das jetzt hier? Verdammt. Aufgaben, Mensch da, Schatzkarte. Kleine Insel. Was ist das? Siehst du, da unten kommt. Ja, es kommt hin. Das ist das auf jeden Fall. Guck mal, da unten siehst du diese kleine Insel, die aussieht wie eine Hand im Süden. Das ist hier diese Ecke da zwischen Rostock und Stettin. Naja, das ist ja, das wird die Ecke sein, denke ich. Also da wissen wir zumindest schon mal, dass dort irgendwo was sein muss. Aber wo das dann hier genau rumspringt mit dem Schatz, müssen wir mal gucken. Das so werden wir herausfinden. So, ich bin mittlerweile wieder hier angekommen. Fantastisch. Und ich möchte ganz gerne meine Waren vom Schiff ins Kontor lagern. Schiff, Kontor. Oha. Hier oben verkaufen wir noch ein bisschen Fleisch. Das freut uns nämlich, wenn wir hier Fleisch Wir produzieren doch jetzt gerade Getreide in Lübeck, ne? Ja, wieso? Dann lade ich das jetzt mal ein und nehme das mit. Und das Hanf auch. Nee, ich habe was gefragt. Salz habe ich ja gerade schon eingeladen. Das Getreide hatte ich gerade schon mal einen ganzen Schwung eingeladen. Okay, ich nehme noch ein bisschen Salz mit. So, oh, aber bevor wir uns weiter darüber unterhalten, was wir alles mitnehmen und was wir nicht mitnehmen, werfen wir noch mal einen kurzen Blick hier auf unsere kleinen Gebäude in der Stadt. Der Getreidehof, Auslastung 100%, produziert also Getreide. Unsere Salzsiederei produziert aus Holz. Pro Tag also ein Fass Holz und dafür 4 Holz Salz. Das ist also eine recht gute Produktion für uns. Ja. Und wir, unser Arbeiterhaus, wir haben 44 Einwohner. Das gibt eine Miete von 44 und kosten uns 20 im Unterhalt. Das heißt, auch unsere Mieten sind positiv. Das ist ja was, also, wirklich? Unser Haus rentiert sich, ja. Das kann ich ja gar nicht glauben. Aber doch, das ist bei Venedig auf alle Fälle wesentlich schwerer, dort in den positiven Bereich zu kommen. Und ja, werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Wir haben ja auch einen hübschen kleinen großen Brunnen daneben gebastelt, damit die Einwohner hier es hübsch haben bei uns. Mhm. Es geht bergauf. Es gibt auf zu wenig Brunnen. Es gibt zu wenig Brunnen. Wir haben zu wenig Holz. Es gibt zu wenig Brunnen. Dann bauen wir doch einfach mal noch einen. Naja, momentan ist es gerade ein bisschen schlecht mit den Baumaterialien.
Boah, hier gibt's gerade Fleisch in Massen, ey. Ich werde hier in der Nordsee dann verkaufen, wie bekloppt. Die werden auch noch 40 Holz hier. Schon wieder ein historisches Ereignis. Das historische Ereignis wird jetzt auch unseren Abschluss darstellen für die heutige Folge. Ah. In den von der Pest betroffenen Städten beginnen die Bürger sich gegenseitig am Ausbruch der Seuche zu beschuldigen. Tausende werden vertrieben. Genau. Ups. Ja, wir würden an diesem Punkt auch bereits die erste Staffel beenden wollen, oder? Ja, ich denke schon. Also so war es angedacht. Wir werden jetzt weiter spielen und zu einem Zeitpunkt, den wir dann aussuchen werden, wenn sozusagen ein bisschen mehr passiert ist, wir ein paar Kontoren in anderen Städten gegründet haben, vielleicht auch erste automatisierte Handelsrouten haben, da werden wir dann wieder ansetzen, um euch eine zweite Staffel mit neueren sozusagen Funktionen, auch in der Politik, wenn wir in der Politik aufgestiegen sind, dann zu zeigen. Und bis dahin habt ihr jetzt diese kleine erste Staffel mit den ersten Eindrücken. Genau. Wir hoffen also, es hat euch soweit gefallen und gepasst, dass ihr einen Eindruck habt ins Spiel, einen Eindruck bekommen habt vom Spiel, wie man im Spiel ins Spiel kommt. Genau. Und wir sehen uns dann einfach zur nächsten Folge, zur nächsten Staffel dann wieder. Wie wir das dann gestalten, werden wir dann sehen. Genau. Aber es wird natürlich mehr Kämpfe geben, denn wir müssen euch natürlich, ich hab ja Cliffhanger versprochen. Genau. Also, oder zumindest dann sowas. Also auch mal sehen, ob wir nicht den Piraten vor Scarborough verschwinden lassen können. Scarborough. In dem Sinne, wir sehen uns zur zweiten Staffel. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut und tschüss.